Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spyro the Dragon. Guck mal, wie süß der auf sich putzt. Ja, nee, ja, es geht wieder weiter mit Spyro the Dragon. Letztes Mal haben wir die ersten beiden Level von der ersten Heimatwelt, die Artisans, abgeschlossen. Hier haben wir es, die Artisans, schwieriges Wort. Dann haben wir Stone Hill bearbeitet und Dark Hollow, komplett natürlich schon. Und jetzt wollen wir es mal auf den Weg in die ins nächste Level machen. Viele gibt es ja hier nicht mehr. Würde ich jetzt mal sagen. Ich bin mir gar nicht gerade so sicher. Nee, eins müsste es nur noch geben. Und dann müssten wir schon das erste Boss-Level machen können. Den haben wir natürlich schon. Nehmen wir mal eine Seelenkugel mit. So. Hoch da. Und dann gehen wir zum Town Square, liebe Leute. Town Square. Nicht den Times Square, sondern den Town Square. Auch eine nicht Neuigkeit, sondern eine Sache bei Spyro the Dragon, Spyro 1. Und zwar, die Levelnamen alle noch Englisch. Bei den anderen Teilen hat man sich dann dazu mit dem Deutschen ausgesucht. Deutschen ausgesucht. Und jetzt nochmal, um genauer zu erklären: Diese Tiere, die hier rumlaufen. Für alle, die es noch nicht wissen, die das noch nicht wissen. Die Tiere hier, wenn man sie abfackelt oder tötet, dann kommen Schmetterlinge. Das sind alles Futter für Sparks und Libelle, die uns dahin folgt. Das war also unser Lebensretter. Gold heißt volle Lebensanzeige. Blau einmal abgezogen. Grün nochmal abgezogen. Und wenn sie dann ist, dann ist sie weg. Dann sind wir nur noch für uns alleine. Und wenn wir dann noch einen Schlag kassieren, wenn die Libelle weg ist, können wir nur noch einen Schlag kassieren. Also können wir keinen Schlag mehr kassieren, wenn die Libelle weg ist. Weil dann sind wir nämlich tot, wenn wir einen Schlag kassieren. So, wenn ihr Bescheid wisst, ne? Also. Wir versuchen mal hier hoch. Also wie gesagt, die Kisten hier kann man nur durch Rammen vernichten. Wie ihr seht, da oben haben wir Stiere und hier haben wir den ersten Drachen. Also freuen wir den guten Nils mal. Willkommen auf dem Town Square, Spyro. Leite zunächst mal zu den Stieren hinüber. Sieh dich mit der L2 und R2-Taste genau um. Aha, mit R2 und L2 sollen sie also umschauen. R2, L2, alles klar. Für die ganz doofen. So. Da haben wir einen Stier. Und da haben wir noch einen Stier. Was ich überhaupt noch nicht wirklich mitgekriegt habe, was ist der Unterschied zwischen einem Stier und einem Bullen? Ich weiß nicht, ob das ein Bull ist, glaube ich, nur der Mann einer, der ist männliche Form einer Kuh, ne, oder so. Ja, weiß jetzt jedenfalls nicht so genau. Peinlich, ich weiß, aber ist so. Keine Ahnung. So, mal gucken, kommen wir jetzt schon hier hin? Ne, war natürlich klar. Also, wir können natürlich nur darüber. Da auf die andere Seite kommen wir dann später. Da ist noch ein Tor, da kommt man raus, und da wird man dann rüberkommen. So, hier sind wir dann. Hier haben wir wieder ein Leben. Hier könnt ihr es mal genauer angucken. Das ist wie so eine Drachenbox. Guckt mal einer raus. Ja. Damit leben. 8 an der Zahl mittlerweile schon. Also hier gibt es auch wirklich nur auf diese Art und Weise Leben, also nicht mit Sparks Libelle, wie es in anderen Teilen üblich ist, dass sie einfach. Also das haben wir jetzt Devlin, ne? Ah, danke, Spyro. Meine Flügelspitze hat furchtbar gejuckt. Wusstest du, dass du den längsten Gleitflug erzielst, wenn du am höchsten Punkt deines Sprungs die X-Taste drückst? Nein, wirklich? Also wie gesagt, nicht, dass man Sparks dann viele Schmetterlinge frisst, dass man Lebensschmetterling kommt. Nein, man sammelt ja so ein anderes Ding ein. So, hier haben wir wieder einen Ork. Ach, ein Ork, kein Ork. Orks sind ja von Herr der Ringe und Hobbit und keine Ahnung was. Hier haben wir einen Orks, stimmt ja. So, ich war schon wieder dieses nervige, rotzfreche Eier, die Dingsbums. Da kommt man echt nicht rauf, oder wie? Nee, da kommt man echt nicht rauf. Gut. Hätte sein können. So, den Typen schon mal krallen wir uns gleich mal. Und zwar, indem wir hier rausspringen und dann wirklich an die dichteste Stelle gehen. Um dann die höchste Stromstation und dann hier schnell rumzugleiten und so dann drüben. So, das haut er natürlich schon ab. So. Wenn hier noch fix alles einsammeln, ist nämlich besser, als wenn wir hier nochmal 5-mal langlaufen. So, was haben wir hier Schönes? Alles klar, Edelsteine. So, da wir dann hier eh nochmal da lang müssen nachher. Hier haben wir bald was vergessen. Auch hier gibt es, glaube ich, bloß 2 Edelsteine. Ja, so sieht's aus. Aber 4 Drachen gleich. So, gucken, wo ist der Typ jetzt? Der ist bestimmt wieder auf dieser Seite hier. Nee, ist er nicht. Komisch, wo ist der Typ hin? Siehst du, da kann man gar nicht rauf in den Brunnen. Okay, wo ist der Typ jetzt geblieben? Verdammt. So, den haben wir jetzt natürlich verschwunden. Der Typ, alles klar. Den kümmern wir uns später. Nee, nicht später, sondern gleich. Also nochmal dieser schöne Flug hier. Und
dann schauen wir mal, wo der Typ hingelaufen ist. Bin ich schon mal gespannt. Wo ist der Typ jetzt hingelaufen? Ich höre immer noch so ein fieses So gehen wir doch erstmal hier hin. Oh, den müssen wir eh nicht wiederfinden. Der ist nachher schon wieder da, aber jetzt im Moment nicht. So. Da haben wir wieder was, da haben wir was, da haben wir was. Da unten ist der Trottel. Oh, das ist fies. Da ist er einfach rübergesprungen. So ein Spacko. So ein Spackel. Den kräumen wir uns noch. So, hoch da. Sehr schön. Und hoch da und rum und fliegen und zack und so. So, und jetzt kriegen wir dich schon. Da haben wir ihn schon. Ganz schnell geht das. So, das können wir jetzt offensichtlich mal angucken. Einfach X drücken, ist das Ding da. Ich glaube, insgesamt gibt bloß hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 Dracheneier. Also ist nicht wirklich viel, ne? 12 Dracheneier. Gehen wir zum dritten Teil, wo man 150 Dracheneier finden muss. Oh, was? Mal schief gegangen. So, dann müssen wir hier hinten rüber. Dann haben wir noch einen schönen Stier. Oder ja, doch Stier. Ein Stier. So, das Ding können wir noch nicht so, sondern müssen es vollkommen überdrehen, überlasten quasi. Und dann haben wir den Edelstein. Und aber auch schon den Drachen. Tor. Danke, dass du mich befreit hast. Gern geschehen. Wenn du nicht mehr zu sagen hast, dann hau ab. Der hat uns nicht mehr zu sagen. Gut, dann geht's hier wieder runter. Den haben wir auch kalt gemacht. Den auch. Und ich denke, ihr seht schon, wo wir jetzt wieder sind. Und zwar, ja, ganz genau. Irgendwie logisch gewesen, dass man hier wieder ankommt. So, den Stier machen wir platt. Den Stier nicht. Der will nicht. So, da haben wir auch nur eins getroffen von. So, da sind wir wieder gegengelaufen. So, das muss doch wieder alles haben, was man haben muss. Gucken wir mal. Ah, 7 fehlen noch. Ganz klasse. Ah, alles klar, sind 7. Und damit haben wir wieder mal alles, Leute. Und den letzten Drachen befreien wir auch noch. So, genau jetzt. Das ist Alva. Spyro, hast du hier irgendwo einen blau gekleideten Mann gesehen? Er ist ein Dieb und er hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn fangen und das Ei zurückholen. Lauf, lauf! Ich bin ganz außer Atem. Also, eine Frage stellt sich mir da. Wir haben bisher von den 15 Drachen bisher nur männliche gehabt. Wie kann es sein, dass da durch 12 Dracheneier entstanden sind? Ich will gar nicht wissen. Ich will es überhaupt nicht wissen. Wir haben ja alles und können verschwinden. Okay, der Typ hat so eh so ein bisschen so... Lauf, lauf! Ich bin ganz aus dem Atem. Nein, nichts gegen diese Art von Menschen. Ich respektiere sie. So. Haben selber einen guten Bekannten, der das ist. Also... Ja, ja. Also jetzt haben wir damit das die Level eigentlich alle durch, ja? Es kommt nur noch das Boss-Level. Und dann haben wir den Artisan hier schon alles da. Alles geholt, meiner Meinung nach. Sei nicht irre mich. Wenn es hier ein paar Experten euch gibt, dann macht mal einen noch besser und sagt mir Bescheid. So, dann ist jetzt das Drachenmaul geht jetzt auf. Und damit kommen wir ins Boss-Level, das heißt Toasty. Wir müssen also Toasty schlagen. Begegnung mit Toasty, da ist es. Also hier besteht die Boss-Level bestimmt aus ein ganz normales Level. Einen Drachen gibt es da immer nur, meist auch nur 100 Edelsteine. Und dort gibt es jemanden, den man besiegen muss, so ein etwas stärkerer Gegner, auf die man da trifft. Die Musik klingt schon hier so ein bisschen, episch, ne? Also so wie Bosskampf. Episch. So, jetzt haben wir hier diese komischen Trottel hier wieder. Auf diese grauen Wölfe, da muss man aufpassen, die können einem wirklich schnell Schaden zufügen. Also hier werde ich bestimmt ein paar Schaden erleiden. Da haben wir es nämlich. Siehst du, ich hab's gesagt, ich kam nicht schnell genug weg. Sind sie mich schon mal angekohlt gewesen, die Viecher? So. Und hier gibt's auch keine Libellenheilungsdinger. Oh, verdammt, da wurde ich echt getroffen. Den habe ich schon mal getroffen, sehr gut. Und diese komischen Köter. Bin gespannt, ob ich den hier kriege. Oh, verdammt! Da bin ich jetzt echt schon. Oh. So, also man muss sie wirklich erst immer zweimal erwischen, bevor man sie wirklich hier
Und das Schlimme an Kalibelle ist, man muss die Edelsteine wirklich selbst einsammeln. Da kann man nicht mal vorbeigehen. Man muss da richtig durchlaufen und das ist schon schwierig. Vor allem, wenn man gewöhnt ist, dass Sparks sonst immer einsammeln. Und wie gesagt, hier gibt es nichts, was die Libellen heilt. Also hier habe ich ganz schön verkackt eben schon. So, Vorsicht ist geboten. Genau, da haben wir ihn auch abgefackelt. So, komm schon. So. Und hier kommen noch mehr. Ich hasse es nicht. Wir sollen ganz schnell den Drachen befreien und uns töten lassen. Nein, wir sind nicht drauf. So, den haben wir abgefackelt. Den natürlich auch schon. Da, jetzt haben wir ihn. Voll am Hintern getroffen, deswegen Kamera weg, dass es zensiert ist. Und jetzt, BOOM! Oh! Okay. Wie gesagt, siehst du, muss ja zensiert sein sonst, ne? Wenn man ihn im Arsch treffen will. Ah! Und da sind wir tot. Da sind wir tot. Da haben wir es geschafft. Oder habe ich es geschafft? Ja. Da wir noch nicht beim Drachen waren, gab es euch noch keinen Speicherpunkt. Heißt, wir müssen uns hier jetzt durchkämpfen. Noch einmal. Mach sowas ungern zweimal, aber okay. Andere verkacken ganz doll bei Crash Bandicoot. Ah, da. Ja, so. Glück gehabt. Und nochmal. Sag mal, wie oft willst du nochmal abkriegen? Und du, komischer Vogel, komischer Wolf. Oder keine Ahnung, was für ein komischer Hund du bist. So, die anderen müssten wir nicht mehr töten, aber... Och, Mann, ey! Aber aufgrund der Seelenkugeln, aber... Im Moment verkacke ich ja so unglaublich. Jetzt haben wir ihn. Und ein Schmetterling kommt mal raus. Och, Gott sei Dank. Sparks kann sich mal heilen. Und das kann mal rauskommen, wenn man schon mal die Edelsteine davon eingesammelt hat. Wo ist er denn jetzt? Geil. Der ist weg. Sozusagen ist da kein Edelstein mehr versteckt gewesen, sonst hätten wir jetzt verkackt. Also auch umstoßen haben wir nicht. Und jetzt kommt wieder mal eine Libelle. Sehr gut. Ja, ein Schmetterling für die Libelle. So, den haben wir natürlich noch nicht. Da müssen wir aufpassen. Edelstein, jawohl. Und du, komischer Vogel, jawohl. Ist damit auch erledigt. Und du genauso. So, jetzt will ich aber einen kleinen Speicherpunkt haben. Deswegen mache ich erst den Drachen hier und dann... diese kleine Luke da, die da war. Nevin. Nach Sinnoh hat die Artisan-Welt einem seiner fiesesten Gupane anvertraut. Auf geht's! Es ist Zeit für dein Barbecue! Sei vorsichtig, Spyro. Dieser Busch ist mit allen Wassern gewaschen. Einer seiner fiesesten Kumpane anvertrauen? Da bin ich mal gespannt. Toasty als einer seiner fiesesten. Gleich im ersten Level. Ach komm schon. Das kann doch, ist doch bloß übertrieben wieder hier. Ich bin Angst kriegt. Ich denke, der wird nicht schwierig. So, hier ist natürlich ganz schwierig die Ecke, aber wir haben es gut gemeistert. So, da haben wir ihn auch gekriegt. Zack. Oha. Voll in die Fresse. Und du, runter mit dir. Woo, weg ist er. So, ich habe auch gesammelt. Damit haben wir das hier weitestgehend abgeschlossen. Ihr seht, viel ist hier nicht. Und jetzt kommt auch schon gleich der Bosskampf. Der epische Bosskampf. Da, guckt euch diesen Vogel an. Das ist Toasty. Eine Vogelscheuche mit einem Kürbiskopf. Und hier immer ein Bewacher. So, der ist weg. Und jetzt du, ja? Und ein Schaf, guck da raus. Ich fass es nicht. Guck echt ein Schaf raus. Mit einem Kürbiskopf oben drauf. So, jetzt hat er noch die zwei Bewacher. So, beide haben wir getroffen. Jetzt kriegen wir natürlich auch beide abgeschossen. Sehr gut. Und du? Nochmal? Und guck an, es ist echt nur ein Schaf. Es ist wirklich nur ein Schaf. Ich fasse es nicht. Jetzt haben wir aber drei Wölfe. Das ist also der Bosskampf. Wow. Aber keine Sorge, das ist alles nur zur Einstellung. Wie gesagt, das ist der erste Level. Das haben wir ja schon in der dritten Folge durch hier. Also die erste Heimatwelt. So, und dann du. Aus 5 Edelsteinen ist das Ding gemacht. Naja. Oder 3 Edelsteine. So, gucken wir mal. Damit müssten wir die 100 noch nicht voll haben, weil hier sind noch 2 Kisten stehen. Jetzt haben wir die 100 voll. Wir schauen mal nach. 100 und jetzt sind wir auch mit dem Level durch und ab nach Hause. Damit haben wir auch das. Ist wie gesagt, die Artisan-Welt haben wir damit erledigt, den Endboss auch. Jetzt können wir in die nächste Welt reisen, die nennt sich Peacekeepers. Und dann muss ich mich auch schon leider wieder verabschieden von euch, Leute. Ja, dann ist die Folge schon wieder rum. Aber keine Sorge, morgen müsste es ja weitergehen. Nur heute eigentlich ein Sonntag sein müsste. Falls nicht, steinigt mich. Nein, um Gottes Willen. Dürft ihr mir sagen, was die Illuminaten mit den ganzen Zeugen zu tun haben, ja? Also, wisst ihr Bescheid.
Ne? Also wenn ich nicht recht habe, dass die Sonne... Oh Gott, jetzt hat er aber ordentlich geleckt. Ging einfach mein Monitor aus. wie gesagt, falls ich nicht recht habe und diese Folge nicht an einem Samstag hochkommen sollte und morgen dadurch dann keine Folge kommen sollte, dann mich nicht steinigen, sondern dann dürft ihr mir sagen, was die Illuminaten mit der ganzen Sache zu tun haben. Ja. So, Marco der Ballonfahrer. Gut gemacht, Spyro. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Alter, das ist die erste Welt. Du kannst jetzt in die Welt der Peacekeeper fliegen. Wir fliegen zu den Peacekeepers. Bumm, auf den Kopf gestiegen und ab geht er. Ja, Leute. Und wie es bei den Peacekeepers aussieht, ne? Das werdet ihr natürlich beim nächsten Mal erfahren. Obwohl, wir konnten noch nicht speichern. Also Leute, wie es bei den Peacekeepers aussieht, das erfahrt ihr... Ja, so ungefähr sieht es hier aus. So ungefähr. Also wir müssen noch ein kleines Stück hier machen, weil wir speichern müssen. Ich habe natürlich nicht gespeichert. So, hier, guck mal, da hinten ist gleich so ein Wachmann. Wir befreien aber erstmal den Drachen. Titan. Willkommen bei den Peacekeepers, Spyro. Sieh nur, wie unsere Schätze gestohlen und gegen uns verwendet werden. Hol sie zurück, Spyro. Schatz finden, alles klar. Aufgabe Schatz finden, Nummer 17, meine Trikotnummer. Woo! Also, jetzt können wir hier auf die Plattform gehen, speichern. Wo machen wir es? Und dann, Leute, verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.